Stufe 5 und 6 dient dem gleichen Vorgang, dem Bewusst- oder Ansichtigwerden eines entsetzlichen, realen und dann ob Unerträglichkeit seines Wiederverschließens als Verwerfens- oder Vergessensmodus, wobei das Aufreißen der Verborgenheitsschleier, der Beschleunigung, des Zughetzzwangs für die Drittimperative dient. Hier jedoch handelt es sich nicht um einen Wahrnehmungsvorgang, sondern einen Bewusstseins-Konsequenz-Erschließungsvorgang. Wie wir schon mitgeteilt haben, ist es ja logisch, dass das Tödliche erst ins Spiel kommt, sobald das sexuelle Aufklaffen, das sexuelle Crossing Over relevant wird. Wenn Qualen noch ihre praktisch unsterbliche Körperstruktur erhalten können durch Reintegration und durch asexuelle Klonierung, indem sie einfach ein paar Keimscheiblinge an einen der Tentakelarme absprießen, wie Zwiebelschalenringe Abstreifen machen. So ist klar, dass sobald die sexuelle Reproduktion ins Spiel kommt, jetzt müssen wir kurz Pause machen, weil Sonnenaufgang bevorsteht.